Es geht mit Sicherheit auf der einen Seite um das Thema Individualisierung, weil wir sehen auch schon auf unserem Stand, wie vielfältig die Designs heute sind und was man alles machen kann in Richtung Individualisierung, auch durch neue Technologien. Das zweite Thema ist sicherlich das Thema Sensorik, ja, und Smart PPE. Also da werden wir einiges sehen. Wir haben ja auch hier auf unserem Stand tolle Weiterentwicklungen unserer Konzepte der letzten A&A. Und ich erwarte auch hier bei den meisten Wettbewerbern, dass sie mit interessanten Konzepten kommen werden. Und das dritte Thema sind natürlich Einzelinnovationen, die kommen werden in Richtung Material, in Richtung Technologie. Das Thema 3D-Druck ist sicherlich ein Thema, was wir auf einigen Ständen sehen werden, bei uns ja auch. Also insofern, es gibt einiges und ich freue mich da auf die nächsten 4 Tage auch mehr zu lernen. Ich denke, die Weiterentwicklung unseres Igonomics-Produktsystems ist sicherlich ein Highlight, was wir hier ausstellen mit 4 Produkten. Das zweite ist unsere Innovationen im Thema Smart PPE. Wirklich auch interessante Mehrwertkonzepte für den Kunden. Und das dritte Thema, was ich als Highlight sehe, ist die Motivation unserer Mitarbeiter. Das ist das A und O auf dem Messestand, weil wenn das nicht da ist, können sie gar nichts rüberbringen. Und da sehe ich halt immer wieder, wie toll die Mannschaft sich positioniert und mit welcher Motivation wir an das Thema rangehen. Das ist eigentlich für mich das größte Highlight.